Weg hier. Nächster Part starten. Oh, ich habe den schon gestartet. Ja. Du hast den Part schon gestartet. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi. Ich bin Battle Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Wir setzen gerade die Segel. Ja. Schon vor einer Minute den Part gestartet. Und jetzt muss ich wieder ins Meer kotzen und. Na gut, dann tun wir mal das weiter. Wieder mal so unfassbar schlecht geht, weil Daniro nicht fahren kann. Und ich meine, es gibt ein anderes Spiel hier, wo ich meine Fahrskills perfekt unter Beweis gestellt habe. Genau. Klar. Oder willst du das etwa verneinen? Es gibt eine ganze Compilation, ich muss gar nichts hier sagen. Wie gesagt, mehr als 1000 Worte. Nee. Ich werde jetzt mal hier wieder Früchte anpflanzen. Nee, nur Kartoffeln. Ich bin wieder hier dabei, einige Sachen in unserem Fluss zu bauen. Ich hoffe nur, es funktioniert. Bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt, danke. Bitte geh kaputt, bitte geh kaputt. Allein um den Daniro zu ärgern. Machen wir das nicht mehr. So, jetzt falls irgendjemand hier reinfällt, dann können wir ja trotzdem noch rauskommen. Ich tue mal unsere Erzekiste ein bisschen verlagern. Aber noch in der Nähe. Ein bisschen um unsere Rüben- und Essenskiste. Packen wir die dahin. Die kommen dahin. So. Bum, 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 dun, 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 da. Okay. Sind wir immer noch auf der großen Insel? Ist das immer noch die große Insel? Ja, wir kommen ja nicht weg anscheinend wieder. Nein, wir kommen hier nicht weg. Kümmer dich mal darum. Du bist unser Steuermann. Ich habe ja anderes Zeug zu tun. Und ich muss mich jetzt um unsere Ernte kümmern. Geh nach da hin. Jetzt nach da. Wow. Ich müsste noch so einen zweiten Sprinkler hinbauen, damit wir gar nichts mehr damit machen müssen. Okay, wow, Gott. Na, wo ist Loot? Können wir irgendwo Loot ansteuern? Wenn man nach rechts, dann links und nach rechts guckst. Eigentlich nach. So, Zeug ist gepflanzt. Erstmal Salzwasser getrunken. Geiler Scheiß. Ist köstlich. Und die Tiere haben schon wieder nichts. Leiter. Was haben wir hier? Haben wir doch alles, mein Gott. Das ist ein Ei, das nehmen wir mit. Tür zu. So. Okay. Oh, da hinten kommt Loot. Voll viele Fässer und Zeugs. Was? Fässer und Zeug? Fässer und Zeugs, ja. So, warum sind hier schon wieder keine Platten drin? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Wo ist der Halt? Nein, nicht dein. Nicht dein. Ah. Es ist Cusco. Hallo Cusco. Ja, ich glaube, er ist sogar ein König. Glaubst du, er ist ein König? Ja. Oh, was? Genauso da reingelandet hat Fass. Da ist es. Ich würde schon sagen. So, hier ist noch Chicken. So. Hier, Chicken! Bukak! Bukak! Magician's Retto! Bukak!
Ja, wie kann man the only way to defeat a bullet is to burn it. Mein Gott, jetzt gar nichts in der Nähe auf dem Radar. Alter, bin ich auch noch ins Wasser gefallen. Mitten im Nichts gerade. So. Jetzt kommt mein Plan hier, mein wunderschöner Plan. Ich sehe eine Insel. Wo wir darauf hingehen? Oh ja, ja. Eine ganz kleine, ja. Ja. So. Ja, ich habe wieder keine Nägel. Badewannensprung. Machst du schon wieder den Badewannensprung? Du solltest im Zirkus auftreten. So. Vielleicht finden wir da unter dieser kleinen Insel ja noch ganz ganz tief unter Wasser, ja, da noch Loot. Also ich will es immer noch ausprobieren. Wie gesagt, wir bauen Schrott. Ja. Schrott werden wir da ja finden. Oh Gott. So. Warum funktioniert das nicht? Warte. Wieso funktioniert das nicht? Ja, ich nehme euch nicht mit. Das ist nur was für Extremspezialisten. Das sind auch Menno. Nein. No. Was ist das ja eigentlich? Weiß nicht. Das ist ja wirklich nur so, das ist ja wirklich so eine Mini-Insel. Und wir fahren gar. Ich glaube, wir streifen sie ganz leicht, aber trotzdem könnten wir hier halten. Allein die Tatsache, um nach Schrott zu suchen. Ja, dann halt den Anker an, wenn wir aber nah genug dran sind. Ja. Ja, noch sind wir nicht nah genug dran. Und zum anderen, ich will ja. Ich glaube, ich muss mir auch tatsächlich auch noch Flossen, damit ich noch schneller unter Wasser bin. Ja, ich denke mal, das dürfte genügen. Werden wir mal jetzt mal Flossen machen. Machen und tatsächlich auch eine neue Sauerstoffflasche, aber ich brauche noch mehr Seile. Okay, Flossen sind fertig. Ich brauche nur eine Flasche für die Sauerstoffflasche. Flasche, sag mir das doch einer gleich. Nein, dann brauche ich noch mehr Seile. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Wir haben schon wieder unseren Motor hier wegfuttern. Genau, aber gar nicht. Wir haben schon einen verloren, ne? Was? Wir haben schon einen Motor verloren? Ja, wir hatten auch mal einen verloren. Aber den habe ich doch neu gebaut. Ja, aber wir haben trotzdem einen verloren. Oh. Jetzt hätten wir ja eigentlich drei. Aber wir waren wahrscheinlich schon hier viel schneller unterwegs, also. Wir hatten doch nur die ganze Zeit nur zwei. Ja, aber wir hatten mal einen verloren. Ja. Deswegen mussten wir extra nochmal einen neuen bauen. Ach ja, genau, stimmt. Oh, jetzt erinnere ich mich. Nicht, ja, okay, du hast recht. Oh Gott. So, neue Sauerstoffflasche. Danilo, wo bist du? Wie sehe ich aus? Sehe ich gut aus? Sehr gut. Oh, Bastard schon. Danke. Oh Gott. So. Warte, Moment. Bevor ich mich jetzt in die Tiefen stürze, sollte ich mir vielleicht doch einen Speer machen. Aua, blöder Hai. Ich wollte nur die drei Metallerze hier einsammeln, Mann. Genau, deswegen. Ich wollte nur drei Metallerze einsammeln, damit wir dann nach Hause gehen. War das zu viel verlangt? Ja, es ist zu viel verlangt. Jetzt brauche ich schon wieder Seile. Jetzt knabbert er schon wieder hier. Das habe ich gerade repariert, du blödes Viech. Ah! Mann. Alles in Ordnung da unten? Dann baue ich das nochmal ein, du blödes Viech. Boah. So. Soll ich mal jemanden um den Hai kümmern? Wahnsinn, machen wir das. Mache ich jetzt auch.
Mein Gott, langsam müsst ihr auch mal hier bemerkt haben. Er hat sich ja durchlohnt, sich mit uns anzulegen und so. Oh Scheiße. Hm. Ja, stimmt, ich wollte gerade sagen. Hank, der müsste doch eigentlich schon merken, dass er keine Chance gegen uns hat, vor allem gegen mich. Wir haben so viele gottbeschissene Haie getötet. Mann, wenn ich nur noch einen sehe, gottbeschissene Viecher. Ja, die tun doch bloß ihren Job. Oh, warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindfeh. Du glaubst, ich... So. So, das war zu spät. Ich hänge immer hier fest. Und oh Gott, da geht's richtig tief runter. Ich glaube, dafür soll ich meine Stirnlampe einsetzen. Aber wie gesagt, den muss ich erstmal erledigen. Ich denke, damit ich mich da unten nochmal hier ein bisschen umsehen. Yes, Sir, da ist er da. Okay, Hey, Sauerstoffflasche, okay, den Screecher-Kopf brauche ich jetzt mal nicht. Okay, dann los geht's. Mwah, Chef's Kiss. Bist du jetzt da im Darkroom oder was? Oh mein Gott! Exploring the Depths! What? Ich hab ein Achievement bekommen. Ich erkunde die Tiefen. Oh, ist da was? Ist da echt was? Also es geht da auf jeden Fall richtig tief runter. Oh Gott, ich trinke. Ich ertrinke. Wo bist du denn da? So genau unter unserem Floß? Ja. Fuck, ich ertrinke wirklich. Nein, wo bist du denn? Man kann nicht, wo du bist. Ich bin unterm Floß. Ja, ich bin unterm Floß. Direkt unterm Floß bin ich. Ist einfach runtergegangen. Ich sehe dich nämlich nicht. Hoffentlich schwimmst du an die Oberfläche, wenn du stehst. Nein, ich schwimme nicht an die Oberfläche. Ich bin halt wirklich direkt unter dem Floß. Da will ich direkt darunter. Eigentlich müsstest du mich sehen können. Ich sehe gar nichts, hier ist so dunkel. Siehst du mich? Nein. Ich kann die Kamera nicht mehr bewegen. Oh Mann. Genau, da habe ich mir gedacht. Kann ich schlafen gehen, damit ich irgendwie wieder Tag wird? Nein, ich glaube, das geht nicht. Ich sehe nämlich nichts. Nicht, wo du bist. Du musst ja eigentlich wieder nach oben kommen irgendwann. Nein, ich bin hier unten. Ich kann mich nicht bewegen. Siehst du halt Floß irgendwie? Nein, ich sehe nur einen Stein. Aber ich bin ganz nah unter dem Floß. Gut. Also so weit unter dem Floß bin ich nicht. Ich seh dich nämlich nicht. Naja, Moment mal, siehst du nicht mal meine Kopflampe? Bist du das? Da bist du. Mein Gott. Ich sehe dich! Was machst du denn? Muss erstmal so ein Tauchheim oder irgendwie sowas holen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also gut, das ist das, was ich als nächstes brauche. Gott. Aber soll ich dir was sagen? Du musst wenigstens keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Was ist passiert? Oh, da ist er wieder am Leben. Was ist passiert? Du bist ertrunken. Ich hatte einen ganz, ganz komischen Traum. Ich habe geträumt, dass ich ertrunken wäre und dass du mich gerettet hättest. Das war kein Traum. Warte, Moment. Ich bin ertrunken und du hast mich gerettet. Thanks, Bro.
Ja, da im wunderschönen Traum. Ich war auf einer wunderschönen Blumenwiese. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, so. Ich glaube, ich sehe ein Licht. Es wird immer heller. Es kommt auf mich zu. Es war schön mit euch. Nein, warte, das ist ein Zug. So. Sollen wir jetzt noch eben schlafen gehen, damit es Tag wird? Ja, wenn das noch dunkel genug ist. Warte, mal gucken. Ja, alle Spieler müssen schlafen. Es ist noch Nacht. Alle Spieler müssen schlafen gehen. Ja. Dann gehe ich da gleich noch mal runter. Zeit für Tabby Tabby Haya. Oh. Auf geht's! Auf in die zweite Runde! Oh, diese ja, Geronimo. So. Hüppala. Yay. So, ach, das sind Mango-Bäume. Ich wollte schon sagen, warum sind die so winzig? Ja, das sind Mango-Bäume. Ich tue noch mehr von diesen Anbauflächen da hinpacken. Ja. So, warte mal. Erstmal brauche ich jetzt nochmal die Flasche. So, ich werde mich jetzt nochmal auf erneutem Tauchgang begeben. Was? Hast du nichts gerade gelernt, was gerade passiert ist? Nee. Nee, habe ich nicht. Oh. Wieso was gerade passiert ist, Mann? Ich bin besser vorbereitet. So. Na gut, ist ja gut, ich komme wieder hoch. So, aber ich bin mir halt sicher, wenn wir wirklich so einen Taucher eintragen, ich glaube, dann können wir wirklich ganz lange unter Wasser bleiben. Ja. Dann können wir uns auch wirklich die Tiefen uns ansehen. Ja, dann bräuchten wir aber zwei. Der geht wahrscheinlich wieder kaputt nach ein paar Benutzungen oder so. Das ist aber beschissen, ne? Ja. Wenn die Dinger unendlich haltbar wären, dann würde ich die wieder benutzen. Deswegen mache ich mir auch keine Lederrüstung oder so. Nur uns doch nicht hängen. Ist jetzt zweimal getroffen für irgendwas, dann ist das schon wieder kaputt. Da so, kann ich jetzt ja, bauen, oder, ja. Stimmt, meine Stirnlampe ist ja auch gleich kaputt. Ja, genau. Aber hey, ich habe ein Achievement bekommen dafür. Ja. Wow, was ist das hier? Was? Was hast du da gemacht? Hast du da so eine Zugbrücke hingemacht? Ja, klar. Wenn wir uns ja schön bewegen können. Vielleicht irgendwann ein höherer Stock hier. Ah, das hast du die ganze Zeit gemacht, während ich auf Tauchtour war. Ja, ja. Ui, oh oh. Oh Gott. Jetzt haben wir nicht, dass du Fallschaden bekommen hast. Ja, ein bisschen. Stimmt, wir haben ja auch eine Anbaufläche hier für Blumen. Eine bessere jetzt. Gar nicht irgendwie was gemacht mit. Wo habe ich die rote Blume her? So, was hat mein Gott? Ja. Ja, wir können weiter. Oh, die sind schon. War jetzt am Regen. Das sieht cool aus. Dann ja, den Anker. Tisch. Ja, lichte den Anker und save die Segel. Ich bewe. Wow, oh mein Gott. Ja, mal Richtung Loot. Ich kletter jetzt hier hoch. Und dann hier wird eine neue Brücke. Na hier. Sching! Axt! Und vielleicht sogar noch höher. Soll so hoch wie möglich sein.
Bist du wahnsinnig? Hey, ich könnte jetzt... Wolltest du gerade mit dem Pfeil auf mich schießen? Nein. Ich bin ja am Essen. Ich warn dich. Ich bin noch gar nicht da hoch geguckt. Willst du denn? Bogen ist schon gespannt. Ich tue ja Suppen für uns machen. Wie blöde. Vier Suppen hier auf Lager, mein Gott. Ich mache hier die ganze Zeit hier Haifleisch. Wir verhungern doch sowieso nicht. Nicht. Vielleicht hätte ich ja eine Suppe da unten gerettet. So, oh, jetzt eine Suppe. Nee. Boah, ja, jetzt eine Suppe, ja. Genau, ich bin gerade am Ertrinken. Boah, jetzt eine geile Suppe, ey. So, jetzt müssen wir mal wieder hier. Ich muss wieder Schrott ansammeln. Platz schaffen. So, ich bin wieder auf leer. Ich brauche vielleicht einmal 20 Planken. Haben wir ja, boah. Wir brauchen mehr Planken. Mehr Planken. Metallbahnen sind auch alle geschmolzen. Vielleicht würde ich da mal ein paar Lampen hier platzieren. Ja, dann kann man wieder sagen, ey, mach's Licht aus. Oh, ich habe eine Idee. Und hier, so. Das ist Rüdiger, unser Wissenschaftsprojekt. Und was lehrt ihr uns? Schrott und Glas. Schon wieder nur Schrott, ey. Und das Allerwichtigste, den Wert des Lebens. Rüdiger, ja, begeht den schmalen Gang zwischen Leben und Tod. Wer hinter dem Steuer eines Bootes sitzt, die Glühbirne repräsentiert das Wissen. Und ohne ihre Wärme und Energie würde Rüdiger nach kurzer Zeit sterben. Ja, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod. Oh, Patrick. Entschuldigung. Dann ist schon wieder ein Esel. Schon wieder eine kleine. Oh, fast. Oh, ich sollte mal das ganze Zeug ernten. Komme ich da ran? Schaue ich das von hier aus? Oh, da ist schon eine. Oh. Boah, auch so viel Ananas und so viel Samen, ne? So. Ah, ich wünschte, man könnte wie in Minecraft die Crouch-Taste machen und irgendwie abhalten, irgendwie runterfallen zu können. Irgendwo. Oh Gott. Ach Gott, die sind. Ich muss ja echt noch mehr Sprenkel aufstellen. Die sind überhaupt nicht mittig platziert. Da oben kommt unsere Farm mit. Was? Was? Bist du verrückt? Nee. Da oben kommt nicht unsere Farm hin. Oh. Nee, das Teil braucht Wasser. Das ist ja noch eine Insel. Können wir das nicht so bauen? Warte mal, ich muss mir auf jeden Fall noch einen Sprinkler bauen. Gut, wenn ich mich daran erinnere, ich wollte noch eine große Anbaufläche machen. Aber wir haben keine Nägel. Wo ist er? Ich höre ihn. Nein. Oh, Sack. Park! Ich hab was gehört. Oh, Kunststoff. Schwer ist fertig? Nee. Kunststoff haben wir da noch ein bisschen. Ja, ich weiß. Und dann kommt hier gerade Loot. Da ist eine ganz kleine Insel. Wo? Na, rechts von uns. Müssen wir da anhalten? Willst du anhalten? Nicht wirklich. Ich will lieber gucken, wir weiter. Dann gehen wir weiter.
Außerdem kommt hier gerade schön Loot überall. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Das stimmt nicht, ja. Ich habe vergessen zu sagen, dass das jetzt meine letzte Folge sein wird. Nein. Weil ich gleich, doch, ich habe tatsächlich gleich, ich muss gleich tatsächlich noch was machen. Na gut. Mann, ja, auch ich habe etwas im Haushalt zu erledigen. So. Was meine ich? Das ist ja alles nicht gegossen. Ja, ich bin gerade noch dabei, hier Sachen zu sammeln für den Sprengklar. Na, verurteile mich doch jetzt mal nicht. Mann, du kritisierst mich die ganze Zeit. Ich glaube, da kommt noch eine Insel auf uns zu. Und da, eine mittlere. Sieht nicht so klein aus, aber auch nicht so groß. Ja, nicht so klein und nicht so groß. Warte, was brauche ich denn für eine Leiterplatte? Kunststoff, Kupferbahn und Kleberpflanzen, Glibber. Oh, Kiste. Schon lange noch gesehen. Küste. So, Leiterplatte. Ich höre einen Headbanger-Vogel. Ja. Wo ist er? Sehe ihn nicht. War ja nicht bei unseren Pflanzen, glaube ich. Nee. Gut, dann gehen wir mal da. Ab nach links. Oh. Nach links. Okay, das ist eine kleine Insel, aber eine etwas höher gelegene Insel. Ja, hat man auch schon mal, glaube ich, ne? Geh da lang. Gehst du da lang? Ich höre schon wieder einen Headbanger. Ich wusste es, das war unserem Blumen. Doch, bei den Blumen. Ah. Mein Gott, wann essen die denn Blumen? Das sind Vögel, die fressen alles. Mein Gott, und genau bei unseren neuen, der hat alle drei unserer. Gott. So, ich habe einen zweiten Sprinkler. Ja, und noch mehr Batterien. Nee, der Sprinkler braucht keine Batterie. Was? Der Sprinkler braucht nur Wasser. Nee, warte, doch, der braucht Wasser. Ja, ich wollte doch sagen. Und eine Batterie. Ups. Da sehe ich schon fünf mal. Stück von denen hergestellt. So. So, ich halte meinen Anker. Boom. Ich mal hier ist. Metallerz. Oh. Aua. Eine Sekunde. War ich unten. Ich kann nicht richtig sehen mit dem Screecher-Kopf. Aua, Mann. Oh, dann gehe ich eben auf die Insel. Blödes Viech. So. Meine Güte. Draht gibt's nicht. Draht gibt's nicht. Gehst du gefälligst daran? Da. Am Terrier Bäume. Echt? Warum habe ich denn hier nur. Warum habe ich denn jetzt noch hier davon geschützt? Na, an. Ich frage mich, ob wir ja, irgendwie gerade noch vorankommen. Ich dachte, der Titanbar wird hier jetzt alles ändern. Wir kriegen so auch 20 neue Rezepte.
Aber irgendwie nicht, ne? Nee. Jetzt kann ich das wieder nicht abbauen, halt. Muss nur eine neue Sache mal wieder finden, ne? Wo ich die jetzt her hatte. Meine, das ist fucking seltsam. Was denn? Ich hatte noch eine fortgeschrittene mittlere Anbau in meinem Inventar drin, ohne dass ich das gemerkt habe. Am Platz Syri. Habe ich doch. Ausgezeichnet. Jawohl. Jawohl, Herr Capitano. Ich bin El Capitano. El Capitano Mastarero. Alter, ich bin hier teilweise unter Wasser. Oh mein Gott, Hilfe! Und ich verdurste und verhungere auch noch. Cool. Ist eine Haie-Szene erledigt? Nein. Nein? Denkst du, ich erledige jeden Hai? Ja. Nein. Ich weiß, es ist meine Aufgabe, aber trotzdem, ich kann mich hier nicht um jeden Hai kümmern. Mann, vor allen Dingen, der hat ja noch keinen Termin bei mir eingetragen. So. Man muss ja heutzutage professionell rangehen. Key. Für ja nichts drin ist. So, jetzt erstmal werde ich hier mein Inventar sortieren. Ja. Ja, damit ich auch nicht mehr so viel mit mir rumschlöre, ey. So, gehst du da rein, mein Gott. Frust. Okay, was haben wir denn hier? Okay. Ich kann eben auf die Insel gehen. Die kann ich wegfuttern. Eis so voll, ey. Excellent. Wonderful. So, weiter damit. Also so viele Gemüsesuppen hier drin. Ja, das ist jetzt so unsere Hauptmahlzeit jeden Tag. Aber hey, die Insel hat sich gelohnt. Was denn? Was hast du gefunden? Moment. Jetzt muss ich wieder aufs Floß. So, wie viele Pfeile habe ich eigentlich? 7. 7? Etwa die Glückszahl 7? Ja, ja. Ja, ne? So, ich dachte, er hätte jetzt eine Rübe da rein platziert. Nein. So. Und jetzt nochmal. Und dieses Mal nicht runterfallen. Und die Kiste mitnehmen. Yes. Unter Wasser. Nein, auf der Insel. Da ganz oben drauf, da war eine Kiste gewesen. Das ist ein dicker Stamm. Oh, ich hasse das. Das hier sind alles Materialien, die man abbauen könnte, aber... Aber ich kann sie nicht mit dem Haken abbauen, weil ja, sie nicht unter Wasser sind. Ich weiß, welche Stelle du meinst, da war ich gerade. Seetang brauchen wir es nicht möglich.
glaube, wir brauchen mehr Platz für die Armorflächen hier. Müssen wir mal wieder eine neue Batterie erstellen. Kann man nicht irgendwas hier hinbauen? Nee, nee. Mal wir die platzieren. So. Habe ich alles gepflanzt? Habe ich getan. So. Das Teil benötigt was, ne? Mach mal so. Daneben. Einer daneben. Da müssen wir die Tröte mal irgendwo anders platzieren. Was? Geht doch nicht. Brauche ich noch eine Batterie. Miep. So, dann kommt jetzt das Ding. Was braucht man noch für eine Batterie? Für eine Batterie. Den Kupferbarren, Schrott und packen wir die dahin. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. So. Bum, 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 bum. Ja komm, wir wir steuern mit auf, dass wir die 7 Weltmeere in Angst und Schrecken versetzen. Guckt sich da mal einer an hier. Boah. Ja. Guck, oh, boah, guck dir hier mein Gemüsebeet an. Mein Obstbeet, mein Obstgarten. Und, boah, ich bin so stolz darauf. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Animal Crossing. Da habe ich ich auch so eine riesige Obstplantage. Ja, hatte ich auch. Ah, boah, sieht das nice aus. Boah. Ja, und der Rest kommt hier auf der Seite. Machen wir das ganze Ding vorher, aber nie mehr Plankenprobleme. So, jedenfalls der Plan. Ausgezeichnet. Wir wollen nur nicht aus Versehen hier die Wände aus Versehen abhaken. Aber ja. Ja. Das wäre nämlich ganz schön scheiße. Ja. Okay. Kümmere dich mal eben um die Tiere. Ich muss mal eben mein Inventar leeren. Ich bin aber gerade hier dabei. Nee, 12 Stück. Außerdem habe ich keine Schere und so. Ich kann dir meine geben. Man macht das. Ich glaube aber, die waren noch nicht fertig. Ja, ich tue meine Schere mal eben in die Nägelkiste. Macht das. Habe ich getan. Nein, aber gleich wieder da reinlegen und zurückgeben. Ich muss dir gleich noch die Haare schneiden. Wo hast du hier reingetan? Meine Nägel? Meine Nägel. Na gut. Wenn wir mal schnuppern. Ah ne, falsches Tier. Nein, Daniro, renn nicht mit der Schere rum. Oh, ich laufe mit einer Schere rum und ich bin auch nicht tot. Oh Gott. Nein, Daniro, renne nicht mit der Schere rum. So, was war das hier? Gibst du mir das? Nein, nicht du. So. Nein, du bist wie Finger weg. Ja. Mann.
Schon habe ich wieder maximale habe ich wieder maximale Werte. Da sind unsere ganzen Wasserdinger nicht gefüllt hier. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Bleibst du gefälligst hier drinne? So, der hat schon wieder. Ich habe mich doch gerade geschert. Oder? Ich habe mich auch. Wir haben 4 Lamas, alles klar. 4? Ja, stimmt, ja. Wir haben Gary, wir haben Raul, wir haben Cusco und wir haben Inki. So. Nee, stimmt, wir haben wirklich 4. Stirnlampe, Sauerstoffflasche ist ja hier noch drin. Nein. Ja, stimmt, das ist meine alte Sauerstoffflasche. Sind wir noch unterwegs? Nein, ich stand gerade hinter dir. Ja, komm mal weiter. Ja. So. Dann packen wir dich. Dann packen wir dich. Ja, wie packen wir dich denn? Oh ja, genau. Jetzt kommt wieder die Musik. Bei mir nicht. Mein Gott. So. Da kommen die Blumen hin. Warte. Da kann man sagen, so hübsche Blumen. So hübsche Farben. Ja, hübsche Blumen. Ah! Ah, Patrick und SpongeBob. Hier, fress nicht mein Seetang! Da können wir mit der Wolle machen. Wir haben so viele von denen jetzt und so viel Leder auch. Ja, wir können eigentlich daraus halt nur diese Lederweste machen, damit wir uns vor Schaden schützen können. Aber ist auch wieder temporär. Ja. Ja, du könntest dir mal so eine Lederweste machen, damit ich mal sehen kann, wie gestylt du bist. Nee, wart. Ach, wart. Boah, sei doch nicht so ein Spielverderber. So. Sprinkler, Vogelscheuche. Warum steht bei mir E für Ernten? Ich kann überhaupt nichts ernten, weil ich irgendwo in der Nähe stehe. Nee, du machst dir jetzt eine Lederrüstung, sonst schieße ich dich ab. Na gut. Wo ist es? Was denn? Beinschützer, Weste, Helm. Weste. Alles klar. Ja, wir müssen hier unsere Screecher-Köpfe, die müssen wir tragen. Frank, zeige mir deinen Grip. Wo ist nochmal mein? Ach da. So, hier. Wieder raus. Okay. Yeah, das sieht doch gut aus. Irgendwie kann man noch in der Third-Person-Perspektive gehen. Geht das? Genau. Ich weiß nicht wie. Ich habe mich irgendwie, keine Ahnung, ich bekomme immer so Shorts jetzt hier irgendwie so empfohlen. Da habe ich gesehen, wie jemand in Third-Person irgendwie war. Mal irgendwie nachgucken. Ich guck mal gerade bei Steuerung. Tastenbelegung. Sprung nach unten schwimmen, Aktion, interagieren, drehen, spiegeln, entfernen, Farbauswahl. Third Person Modus, not set. Doch, Komma. Ah, guck mal hier. Hm? Auf Komma. Auf Komma? Also, achso, ich hab das glaube ich noch gar nicht gesetzt. Ich glaube meine Zuschauer haben noch nie gesehen, wie ich eigentlich aussehe oder was für ein Charakter ich spiele. Ja, mal ein bisschen so. Na, ist mein Punkt. Okay, warte mal. Müsste Komma sein eigentlich bei mir. Ja, Moment. Punkt Macher. Jo, tatsächlich. Yay. Aber ich gehe lieber in die First Person Ansicht. Wir spielen mal ein bisschen so. So sehe ich die ganze Zeit aus, Leute. Ja. Ich meine, ich kann es ja sehen. Ja. Hey, du bist ein Kerl, du hast einen Bart. Und du hast ja keine Haare mehr.
Doch, habe ich wohl. Ich habe immer noch. Kann ich auch Zoom irgendwie? Nee, ne? Ja. Schade. So. So. Das, da war gerade einfach so ein Fass. Das ist ja nicht so Fass hier. So. Alter, warum? Boah, hier ist so viel Stuff hier drin. So. Oh. Und ich glaube, mein Inventar ist schon wieder fast voll. Oh, verdammt, Rick, ist das zu glauben? Ja, ich habe gehört, René hat ein Ei gelegt. Ja. Nicht, wir haben es alle gehört. So. Natürlich ist da auch eine Lampe, die ich wieder entfernen muss. Ich kann die Planken nicht loswerden. Weil die Box voll ist. Was, die Plankenbox? Ja, die Plankenbox ist voll. Ja, dann pack mal ein paar in die Presse rein. Na gut, pack ich halt eben die 20, die ich habe, eben in die Presse rein. Ohne die Würfel. Ja, also die 21. So. Ah. Aber nur einmal Kunststoff rein damit. Eine Rübe. Esse ich einfach mal so. Auch wenn sie roh war. Igitt. Was denn jetzt? Du ein paar Lampen verteilen. Oder um. Ach so. Oder ja, wieder. Warum denn noch nicht? Ja, umplatzieren. Und rein damit. Ich will auch was sehen. Überall, wo wir hingehen. Ja. Wir müssen ja immer unser Haus wiederfinden. Ich würde gerne mal sehen, wie lange haben wir schon überlebt? 128 Tage. Oh, so Zeit. Tage, ey, noch. Boah. Noch 22 Tage mehr und dann haben wir die maximale Anzahl an Sternen in Super Mario 64 DS. Ich dachte hoch. And here we go. So, natürlich ist das falsch rum. War. 9 Dreck. Falsch rum da gebaut. Wie soll ich denn das jetzt ändern? Kommst du klar da drüben? Ich versuche. Ah! Ich fall die ganze Zeit die Leiter runter. Mal, ich komme da nicht ran. Boah. So, hier. Oh mein Gott. So. Nee, war aber nicht der richtige. Was? So, war das richtige? Ach, jetzt habe ich wieder. Boah, Leute. Wir haben jetzt insgesamt 10 Gemüsesuppen. Sehr gut. Ich würde ja gerne mal was Neues machen. So. So. Oh mein Gott. Puh. Ich weiß was, wenn ich das nächste Mal ein Hai erledige. Ja, mach ich mir ein Hai. Okay. Schöne Aussicht von hier oben. Ups. Da ist Scheiße, das voll. Nein, das wollte ich nicht. Ankerlichten. Ankerlichten, was? Denk nicht, ich habe da gerade ein Fass gesehen. Ich wollte es aufheben. Eben und hab versehentlich den Anker abgeworfen. Ja, scheiß Steuerung, nein. So. Wieder genug Planken drin. Oh, hier sind wir Planken. Ich könnte mir eigentlich noch einen Grill machen.
Okay. Um. Um. So. Okay. Da ist nur ein Müllwürfel. Kommt mit da rein. Haben wir noch genug Planken? Wir haben noch mehr als genug Planken. Wir haben noch mehr als genug. Dann packen wir mal ein paar da rein. Ja, mach voll die Scheiße. Ja, genau. Komm richtig Scheiße. Die Würfel, die brauchen wir ja. Bin jetzt gerade dabei, wieder den nächsten Baum hier abzuhaken. Dash. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 8 Minuten. 8 Minuten? Ja. Minuten ausgezeichnet. In der Zwischenzeit kann ich ja noch ein bisschen Chicken futtern. Ich bin jetzt schon wieder Planken am Farmen. Warte, Nero, wo bist denn du? Ich hab schon wieder 20 Nero bekommen. Nero. Was ist? Eine Sekunde. Oh mein Gott, das Ding ist voll. Ausgezeichnet. Wow. Mein Gott, die Presse ist mal wieder voll. Ja, in der Scheiß. Aber mach ich mit oh mein einem Gott, das ist ja schon wieder ein Fass drin. Oh mein Gott. Gut, gut, gut. Also gut. Plankenmäßig haben wir jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Gut. Können wir die ja. Haben wir 8 Würfel. Dafür könnten wir uns diese Feldflasche holen. Ja. Aber was ich auch machen werde, ich werde auch noch mal ein paar Planken nehmen und das Floß vergrößern. Ja. Was mache ich mit der Lampe hier? Oh Gott. So. Mal packen wir da ein. Okay. Packen wir die da ein. Noch hier hinten. So. Oh mein Gott, so viel Loot. Da hier, sieh dir an, wie groß los wird. Du am besten auch um die Motoren ein bisschen bauen. Ja. Bin ich gerade. Ja, ich habe jetzt aber ich habe keine Planken mehr übrig. Ich bin die ganze Zeit voll hier, oder? Ich habe auch zumindest schon mal hier die ganzen Stellen repariert, die auf jeden Fall kaputt waren. Ja. Ach, und ich baue hier erstmal um die Farm hier herum mal ein bisschen weiter aus. Ja, damit unsere Tiere nicht angegriffen werden. Fass. Genau. Genau. Denn die Tiere gilt es zu beschützen. Denn wir haben hier äußerst reizende Tiere. Mein Gott, unsere Melonen, Kokosnuss, Ananas, Mango Box ist auch bald voll. Oh, seht, dann können wir auch da reinwerfen, rein damit. Die ganzen Palmblätter, rein damit, den Stein. Haben wir noch ein bisschen Kunststoff, ja, ne? Ja, ich habe Kunststoff haben wir noch ein bisschen. Will ich auch noch ein bisschen, aber ja. Glaube ich jetzt noch 62. Will ich auch ein bisschen, ja. Ding erweitern. Und zwar. Ja, ich mache jetzt wieder meinen Inventar. Und zwar machen wir halt hier weiter. So. So, hier sind wieder ganz viel Planken, ganz viel Kunststoff hier reingeflossen. Noch mehr. Kann man das auch so machen, solange das hier frei ist? Ja, ne?
Ah. Ja, Planken alle rein damit. So. Also gesagt. Mehr. Mehr ausbauen. Ja, so. Mehr. Okay. Guck mal hier. So schön ist alles ausgebaut. Mehr. So, jetzt wollen wir wieder Planken. Warte mal, was ich noch. Ich könnte mal auch noch ein bisschen was für unseren Boot machen. Hm. Da kommen wieder Fässer wie blöde da hinten. Dann ich wollte nicht die Flasche auffüllen. Das. Jo, das mache ich. Dafür brauche ich viel mehr Schrott. Ich gehe mal ganze Zeug wieder zurück. So, werden es noch was machen. So. Ach, guck mal, wie viele Palmblätter wir wieder haben. Ja, ne? Erstaunlich, nicht wahr? Können wir wieder ein paar Seile herstellen. Noch ein Fass mit noch mehr Planken. Was zur Hölle? What? Komm mal hier hoch. Wo ist hier hoch? Wo bist da du? Hoch. Hier. Sieh das an. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh yeah. Warum? Das geht aber gar nicht. Der ist noch nicht mal. Der ist noch nicht mal fertig. So, einmal. So, da hinten ist ein kleines Floß. Ein kleines Floß. Oh, schon lange nicht mehr gesehen. Ja. So, ich habe uns noch was gebaut. Was? Ich habe uns noch zwei Schränke hin platziert. Einen für dich, einen für mich. Okay, kann man da was reintun? Ja, du kannst da vier Objekte reintun. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich habe deinen neben den Kamin gestellt, weil sonst wärst du nicht mehr richtig in ein Bett gekommen. Das ist deiner. Da ist meiner. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich male den jetzt grün an. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Dann male ich meinen mal eben blauer. Gibt es hier irgendwo noch blaue Farbe? Aber gerade mal. Das ist ein ganzes Ding voll mit Farbe irgendwo. Ja. Ich habe sie. So noch einen Pinsel? Farbe mit? Ja, warte, ich brauche ein bisschen blau. Ein grünes. Oh, ups. Entschuldigung. Warte. Ich weiß nicht mehr, was ich brauche. Warte, ich tue eben was. Ich tue was zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich brauche. Ich brauche. Drei blau und gelbe. Ich will nicht diesen Ton, ich will. Ich habe mal 10 zurückgetan. Okay. Alles klar. Oh, da hinten ist das Floß. Ja, warte. Ich schaff's noch. Ich nehme meinen Anker. Jetzt brauche ich auch noch schwarze Farbe. So ist so reines Blau. Aber so. So, das war's auch schon. Ah!
Nee, du Miststück! Du Miststück! So. Nein, es hat Floß. Oh, stimmt, da. Oh, da ist es ja schon. Ich gehe eben hin. Hin. Hast du den Anker schon geworfen? Ja. Okay, ich gehe eben hin. Okay. Ja, denk nicht mal dran. Cool. Ne? Ich hab es! Hey, ich hab sogar ein Rezept gefunden. What? War aber nur ein einfacher Smoothie. Nein, in den Müll damit. Ja. Okay. So, boah, 2 Müllwürfel. Sag mal 11. Boah. Können wir nächstes Mal schön einkaufen. So, Rezept, einfacher Smoothie, ab in den Müll damit. In den Müll, Müll. Wo ist denn unser Mülleimer? Haben wir schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, ich habe da auch erst letztens wieder ein Rezept reingepackt. Also. So, packen wir. Ja, mal kurz. Oh Gott, ich verdurste gleich. Ja, warte, dann tue ich auch erstmal wieder die Farbe zurück. Haben wir ein paar Seile hergestellt. Mhm. Haben wir noch nicht genug. So. Da kommen die Nägel rein. Ich hab wieder so viel Stuff. Der Teil ist ja schon wieder leer. Moment mal. Ich glaube, die Batterie ist leer, ne? Ja, okay. Oder? Man hat irgendwie ja, die ist leer. Die ist leer, verdammt. Wir haben noch eine voll, aber hier guck ich mal da rein. Muss ich sagen, wir haben noch genug Dinger da drin gehabt. Hier weiter mit dem Pressen. Ja, pressen, press weiter. Ja, presst weiter. Es kommt langsam raus. Und dann so, es ist ein Müllwürfel. Yeah. Warum wird das hier nicht geordnet? Scheiße, ich verdurste. Dann hol dir was zu trinken, davon aber mehr als genug. Ich verdurste. jetzt saufen wir nicht alles weg, ey. Aua. Oh, verdammter Dreck! Aber ich habe nichts zu essen. Warum habe ich nichts zu essen? Ich tue wortwörtlich die ganze Zeit Suppen für uns machen. Oh, bin gerade dabei. Wir haben noch 5, wir haben noch 10 Suppen. Ja. Im Inventar, mein Gott. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier am Ende dieser Folge. Ja, und mit dem Nerven. So langsam ja, geht's uns geht hier es richtig gut. Ja, und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Was sagen wir? Bis dann und ciao. Ciao, ciao.